Also, wie es scheint, ist es sehr gut möglich, dass wir in Zukunft nochmal ein potenzielles neues Mandalorian-DLC für LEGO Star Wars die Skywalker-Saga bekommen könnten. Es gibt nämlich neue Gerüchte, an was TT Games so derzeit alles arbeitet und wie auch generell so die ganze Situation bei TT Games aussieht. Und zwar soll das Ganze nämlich immer noch relativ chaotisch sein. Wir wussten ja bereits schon von dem extremen Crunch der Mitarbeiter, jetzt aber auch neu von mehreren eingestellten Spielen, an denen immer wieder nur kurz gearbeitet wurde und dann eben das Ganze wieder verworfen wurde. Darunter auch zum Beispiel ein Lego Disney Spiel. Und jetzt arbeitet TT Games anscheinend aber an einem Lego Batman Spiel sowie einem Mando DLC für Lego Star Wars. Das Ganze stammt von einem Kommentar unter einem dieser Artikel über die Crunch-Situation bei TT Games. Also jetzt nicht super verlässlich. Die Frage, die sich daraus auch ergibt, was für ein DLC überhaupt, weil neue Level zum Planeten, klar, wäre natürlich richtig geil, halte ich aber trotzdem, vor allem jetzt ein ganzes Jahr nach Release schon fast, halte ich trotzdem schon für sehr unwahrscheinlich. Aber auch jetzt nur ein neues Character-DLC extra für Mando Staffel 3 ist auch eigentlich komplett unnötig. Dafür spricht aber, dass die Social Media Accounts immer noch sehr aktiv sind und auch mit diesem 2023 Post Anfang des Jahres auf jeden Fall immer noch Hoffnung gibt und auch, dass zumindest die Xbox Version jetzt vor ein paar Tagen ein relativ großes Update erhalten hat, wieder natürlich mal ohne Patch Notes, aber dass da dann vielleicht irgendwie was im Hintergrund für was Größeres vorbereitet wird, wo wir dann aber, vorausgesetzt, dass es natürlich war, natürlich noch einiges warten müssen.